Willkommen zurück bei Little Nightmares. In der letzten Folge haben wir uns aus Teufels Küche abgesetzt. War eine etwas schwere Geburt teilweise. Man musste doch mal wieder sehr viel ausprobieren, wie es denn jetzt eigentlich geht. Was leider mal sehr viel von der Stimmung kaputt macht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind den Zwillingsköchen entkommen. Gerade noch mal so von der Suppenkelle gesprungen, sozusagen. Und jetzt bahnen wir unseren Weg weiter durch diesen Albtraum. Ein Schiff. Ich sag noch immer. Ja, würde ich sagen, wir springen mal hier an die Kette. Oder ins Wasser. Können wir auch machen. Das hier rechts scheint auch ein Schiff zu sein. Also ist das hier so eine Schiff-zu-Schiff-Angelegenheit. Ein riesiges Teil aber auch, ne? Ja, das ist also recht typisch schiffig, aber das hier. Seltsame Gestalten, die sich dort an Bord begeben. Ja, auf den Trick falle ich nicht noch mal rein. Die stören sich wahrscheinlich nicht daran, wenn ich hier lang krabbel. Ja, einige von denen tragen Masken. Was ist das? Die Gestalt haben wir auch schon im Intro gesehen. Ist halt auch von der Silhouette her völlig anders geformt als diese seltsamen Figuren.
Nach welchem Schema die sich wohl aufteilen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wieder Lebensmittel und unter Tischen verstecken. Ich habe das Gefühl, das hatten wir doch gerade erst. Ja. Au. Oh Gott. Ich wollte gerade noch sagen, hoffentlich hält uns keiner für Nachtisch. Erschlagen vom Kochtopf. Ja gut, das scheint wohl mal wieder so eine Passage zu sein, wo das Spiel von uns erwartet, dass wir einfach durchrennen. Auch in die Hocke halten. Ah ja, ich sehe. Wir müssen da hoch und rüber schwingen. Mal hoffen, dass die hier mit ihrem Essen beschäftigt genug sind. Scheinbar nicht. Zu machen und runterziehen oder so. Hm. Ein Pilzkumpel. Oder oben ist eine Zeichnung oder sowas. Oder so? Nee. Hm. Komm, ich mach dir auch Licht an. Suppentopf darunter zu schmeißen. Aber dann bin ich in Reichweite von dem da. Der will mich doch bestimmt wieder fressen.
Ja. Oh Gott. Und weg bin ich. Hochziehen kann ich mich an diesem großen Strang auch nicht. Welchen Zweck könnte das sonst haben? Da muss ich hier irgendwie weiter. Kriegen. Mal da hin. Ja, vielleicht klappt es ja doch. Kann ich mit dir hier vielleicht schon nehmen? Ja, der ist fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir den ganzen Hocker. Der den Hocker hier ganz durch den Raum ziehen muss, oder doch? Ja, wisst ihr, wie vermutet, hier sitzt er fest. Aus physikalischer Sicht macht ja auch Ziehen wesentlich mehr Sinn, aber trotzdem müsste man den Kante einmal heben. Ich bin verwirrt. Also an dem Zeugs, da kann ich ja garantiert klettern. Da klettern? Nö. Ich habe eine Befürchtung. Meine Befürchtung lautet, wir müssen dieses ganze Buffet entlang rennen. In der Hoffnung, nicht gefressen zu werden. Ja. Das hat nicht geklappt.
Es ist mal wieder so ein Trial and Error ran. Schade. Ich finde das ziemlich schade. Also, dass das Spiel halt zu wenig Fehler verzeiht. Also, es muss gar nicht einem so die Hinweise auf die Nase binden. Aber es sollte halt mehr Fehler verzeihen. Also wir haben ja jetzt verstanden, was wir machen sollen. Aber wenn du halt ein Müh zu weit oder zu nah an den einen rankommst, dann schnappt er dich halt. Und da müsste man dann halt schon nochmal irgendwie, ja, dass man vielleicht nochmal eine Ausweichrolle machen kann. So ein Rettungssprung irgendwie, ne? Aber ja, ein Tick zu weit links gelaufen, zack, hat er dich gepackt, musst du wieder Ladezeit abwarten. Er geht ja sehr schnell, aber trotzdem musst du den ganzen Kletterer natürlich wieder von vorne machen. Ja, nicht so cool. Dämpft halt auch irgendwie total den Spielspaß und ja, vor allem diese eigentlich sehr coole, diesen sehr coolen Artstyle. Knapp. Ich habe ihn schon unten gesehen. War jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir unseren Pilzkumpel noch irgendwo sehen. Fress nach hinten umfällt. Das meine ich halt, ne? Also, ich bin halt schon zur Seite gesprungen und wollte unter den Tisch durch abweichen oder ausweichen und geht halt nicht. Und wieder so Trial and Error. Okay, vorbei geht nicht, also muss ich ihn irgendwie darüber locken scheinbar. Ja, man probiert halt so lange rum, bis man dann den richtigen Weg gefunden hat.
shit. Wie kommt man an das Ding ran? Ich hätte irgendwie gehofft, dass er sich vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt. Das war auch nicht richtig. Was kann ich denn hier tun? Jetzt hat er mich wieder. Pack schon. Mach ich das halt selber. Ja. Da oben ist eine Klappe, da können wir durch, also eine Luke vielmehr. Wie kommen wir da hoch? Können wir einen Spiegel einschmeißen? Dahinter ist eine Tür, vielleicht? Ich habe auch so meine Lichtmomente.
Sind doch Rollen dran. Wieso kann ich die nicht schieben? Entzünden wir erstmal ein kleines Licht und halten einen Moment inne. Gedenken der absurden Dinge, die wir gerade gesehen haben. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.